Wir sind zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ja, eine kleine Pause gemacht. Jetzt geht das Spiel weiter. Ach, guck mal an. Der gute Rotschopf geht nach Hause. Stimmt, hier sind wir ja hängen geblieben. So, wir müssen nämlich. Und ich weiß nicht mehr, wie meine Tasten sind. Haha. Wir müssen nämlich hier Berichte Hauptmann Bernard, was du von Rotschopf erfahren hast. Wir steigen direkt wieder ein. Kein langes Geschnicke, kein langes Geschnacke. Wie geht's uns überhaupt? Geht's uns gut? Sind wir satt? Sind wir zufrieden? Wir könnten ein bisschen schlafen und wir könnten ein bisschen gesund werden. Aber da kriegen wir alles noch hin. So, erstmal hier aufs Pferd aufsteigen. Ach, ist das schön. Außerdem habe ich immer noch Blut im Gesicht. Ich dachte gerade schon, was ist mit meinem Bildschirm los? Aber. Nee, nee, nee. Hotte hü, hotte hü. Ach, durch die schöne Landschaft reiten, weißt du? So muss das sein. Stimmt, wir waren ja in der Waldschenke. Ja, da müssen wir auch nochmal hin. Da müssen wir ja für die Derrinne noch die Kohlen klauen. Aber da haben wir einen Schnellreisepunkt, wenn ich mich recht entsinne. Und darum reiten wir jetzt erstmal zu Hauptmann Bernard. Und erstatten hier einen Bericht von unseren Erkenntnissen. Jetzt muss ich natürlich kurz gucken. Ich glaube, wir müssen darüber. Warte mal. Wo ist meine Landkarte? Aha. Wir reiten einfach mal querfeldein. Das macht am meisten Sinn. Und macht am meisten Spaß. Hotte hü. Ja, so, ich muss mich erst kurz wieder reinfuchsen, weil es gab eine kleine Spielpause. Na, man kann ja nicht immer nur zocken, man hat ja auch noch ein anderes Leben. Aber wir kommen ja schnell wieder rein, das ist ja das Schöne. Hey Freundchen, ich gebe dir gleich mal Hey Freundchen. Alter, ich mache doch überhaupt nichts. Wo soll ich dir denn hin tun? Ich habe dich doch gefunden, ich kann doch nichts dafür. Hallo. Sieh an, wer uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Ja, ich bin Ich das. suchte nach dem Jungen Und hast niemandem davon erzählt. Nö. Ich musste der Spur folgen, solange sie heiß war. Und was, wenn die Banditen dir den Garaus gemacht hätten? Wir hätten dich nie gefunden, da du keinem erzählt hast, wo du warst. Wie hätte ich das Herrn Ratzig erklären sollen? Ich weiß es nicht, Herr. Er verschwand ohne ein Sterbenswörtchen. Es kam mir nicht in den Sinn, dass er unbedingt sterben wollte. Schweig! Halt dein ignorantes Mundwerk, wenn ich dich mit der Weisheit eines Veteranen betraue. Du wirst tun, was ich sage. Nur reden, wenn ich es erlaube. Und aufhören, nach Lust und Laune umherzuwandern. Ich würde ja deinen Arsch zurück zur Burg schleifen, um dich loszuwerden. Aber du bist ein verdammter Bauer, der nichts vom Kriegshandwerk versteht. Und ich soll einen Krieger aus dir machen. Und damit bin ich noch nicht fertig. Gnade dir Gott, wenn du so etwas nochmal machst. Mit Glück wirst du nur ausgepeitscht und landest am Pranger. Wenn es nach mir ginge, würde man dich als Deserteur hängen. Ich hoffe, das ist nun ein für alle Mal geklärt. Und jetzt lass hören, was du zu berichten hast. Alter, du hast aber schlechte Laune, ne? Aber richtig schlechte Laune. Gut, das war jetzt der Anschiss. Ich weiß, wer Neuhof überfiel. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Okay. Müssen wir jetzt üben? Ne, müssen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt mal ganz schnell zu Herrn Ratzig reiten, ne? Gibt es etwas zu tun, Hauptmann? Was ist denn das für eine dumme Frage? Wir sollen den guten. Wo ist er denn? Ah, Herr Ratzig. Der ist ja gleich hier ums Eck. Hallo, Chef. Hey, Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich hatte Anschiss.
Ich war in Uschitze, der Fahrer dort ist eigenartig? Nee, ich habe eine Spur zu den Banditen. Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem... Wie denn? Ich bin doch gerade... Oder nur das Wesentliche, Herr. Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Na gut. Die ganze Geschichte. Warte. Ich entscheide, was ich für richtig halte. Kurz und knapp. Oder Palabra-Barber. Was kommt besser an? Effektivität beinhaltet die Kurzfassung. Ich konnte den Stallburschen aufspüren, der voller Angst geflohen war. Aus gutem Grund. Er brachte mich auf die Fährte eines hinkenden Bauern aus Uschitze. Sein Name? Der Bursche kennt ihn nur vom Sehen. Aber wenn ich mich umhöre, kennt bestimmt irgendjemand einen hinkenden Kerl mit zwielichtigen Freunden. Dörfler lieben Klatsch. Und wenn er nicht dort ist? Er könnte geflohen sein, vielleicht sogar nach Kuttenberg. Wenn er nicht in Uschitze ist, höre ich mich um. Irgendjemand wird etwas wissen. Gut, dann brich nach Uschitze auf. Finde diesen hinkenden Banditen und presst die Namen der anderen aus ihm raus. Sie müssen für ihre Taten büßen. Ich will sie hängen sehen. Bring ihn zu mir nach Merhojet und ich entscheide über sein Schicksal. Jawohl, Herr. Wunderbar, so machen wir das. So, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja komm, kann man ja mal kurz ansprechen. Spüre den Banditen vom Überfall auf das Neuhofer Gestüt in Uschitze auf, mache ich. Ich war in Uschitze und der Pfarrer dort ist äußerst seltsam. Er kann ein Schwert führen. Weißt du etwas über ihn, Herr? Godwin? Ja, ein faszinierender Bursche. Er ist der jüngste Sohn eines der Herren von Kuttenberg. Er wurde in die Klosterschule geschickt, um Pfarrer zu werden, wie für den jüngsten Sohn üblich. Aber er fand keinen Gefallen daran. Also wanderte er nach seinem Studium umher, anstatt in seine Gemeinde zu gehen. Er hatte wohl ein recht aufregendes Leben. Eines Tages kam er zurück und ließ sich nieder. Hanusch weiß sicher mehr über ihn. Hanusch. Wer war denn jetzt nochmal Hanusch? Es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung? Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Noch weiß ich nichts. Die Spur führt nach Uschitze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Woher weiß ich das denn? Was noch? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Okay. Dann will ich jetzt mal nach Uschitze. Der hinkende Heinz. Kann ich nach Uschitze schnell traveln? Aber gewisslich doch, oder? Das ist ein großer Radius. Was hatte ich denn noch für Aufgaben? Warte mal eben kurz. So, die Wege des Herrn. Vergeltung. Liebeswerben zu Diensten, Köstlichkeiten. Ah ja. Bring dem Schankwirt Wildschweinfleisch. Ah, stimmt, das muss ich auch noch machen. Müller, Tierhäute. Hasenhaut. Ja, das kann sich alles so nebenbei ergeben, ne? Die Wege des Herrn. Also auf nach... zurück nach Uschitze. Weißt du, aufgrund mangelnder Mehrfachabenteuertaten hier werde ich jetzt mich mal einfach mal so auf die Hauptquest... Du trägst zu viel und kannst nicht schnell reisen. Willst du mich jetzt wirklich verarschen? Steck die Waffe weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Sonst setzt's was. Mann, ich mach doch überhaupt nichts. Warte mal eben. Wo ist mein Pferd? Kann ich das Ding hier ungeschmiedete Sense kann ich nur fallen lassen. Ah.
Okay, hier sind natürlich keine Händler, ne? Das ist natürlich Murks. Gut, da ist irgendwo noch ein Aktivitätengeber. Wo ist der denn? Der ist ja direkt hier ums Eck. Ja, warte mal. Hallo Hund, aufpassen. Hier komme ich mit dem Pferd. Wer ist denn hier der Aktivitätengeber? Und dann bist du das? Echt? Beste Grüße. Hallo. Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Na super. Es ist ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Ist das nicht barbarisch? Klingt nach Spaß. Ist das nicht barbarisch? In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, da hast du wohl recht. Alles klar. Habe ich einen Dolch? Natürlich habe ich keinen Dolch. Doch, ich habe einen Dolch im Pferdedings. Warte mal kurz. Pebbles. Warte mal. Komme ich hier an meine Pferdetasche? Wo ist denn meine Pferdetasche? Pferd. Dolch. Sehr gut. Alles klar. Aber erstmal muss ich mir einen Laden finden, wo ich was verkaufen kann. Weil ich schleppe nämlich wieder viel zu viel Zeug mit mir rum. So, wo komme ich zum nächsten Geschäft? Wo ist das nächste Geschäft? Tötet den Anführer des Lagers, das mache ich. Ja, toll. Ich bin mitten im Nirgendwo. Also wäre das nächste Geschäft in Ratai. Das heißt, ich muss jetzt erstmal bis nach Ratai reiten, weil ich nicht schnell reisen kann. Leute, ernsthaft. Und außerdem müsste ich mal schlafen und mich erstmal fit machen. Damit auch die Kamera mal wieder sauber wird, ne? Überall noch die Blutstropfen drauf. Ach, wenigstens können wir durch die schöne Natur reiten. Die Natur, die Natur. Ich habe die Sense ja auch nur behalten, weil ich sie nur noch verkaufen will. Muss ich dann den Dolch ausrüsten, um den Banditen das Ohr abzuhacken? Oder macht er das automatisch? Ich habe ja ein Ohr im Inventar, ne? Ich weiß zwar nicht, wo ich das her habe, aber... Ach, ist das schön. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Na gut.
Hottedühü. Ein Unfallort. Oh, da. Okay. Da gab es bestimmt was zu plündern, ne? Ja, egal, komm. Wir sind schon fast da. So, weil der Bildschirm sieht aus, das mussten wir unbedingt ändern. So, als erstes müssen wir jetzt verkaufen, dann eine Unterkunft finden, wo wir pennen können und dann passt das. Hallo, liebe Leute. Oh, Taverne. Taverne ist immer gut. Aber wir reiten erstmal in die Burg rein. Warte, müssen wir in die Burg reinreiten oder können wir... Außenrum. Wir wollen ja direkt zu den Händlern. Hallöchen. Hinfort, Hühner. So, hier ist eine Kneipe. Hier ist das. Ja, ja, sei ruhig. Ich will die doch verkaufen, Mann. Jetzt sei doch einfach mal still. Gebt mir doch nicht alle auf die Ketten, Leute. Was ist mit euch? Was ich kann und was du nicht kannst, ne? Das sind zwei völlig verschiedene Sachen, Freunde. So, warte. Waffenschmied. Einen wunderschönen guten Tag. Hey, du darfst hier nicht mit gezogener Waffe rumlaufen. Steckst... Maul. Gott sei mit dir. Hallo. So, ich würde gern was verkaufen. So, verkaufen. Alter, bist du doof? Ah, wo ist... Ja, wo ist denn der Krämer? Krämer ist direkt nebenan. Was bist du denn für ein Gebäude? Hallo? Was spielst du hier mit einer Waffe rum? Ach, sei ruhig. Gelobt sei Jesus Christus. Geh mir doch nicht auf die Ketten, Mann. So, ich würde gerne was verkaufen. Pass auf. Und zwar... Nee, das trage ich ja alles. Ach, ich habe das ganze Zeug im Pferd, ne? Ich bin mit 0,2 überladen. Ernsthaft? Weißt du was? Das nervt mich gerade hier so ein bisschen. Warte. Ungeschmiedete Sense. Bleib mal hier kurz liegen. Hallo Pebbles. Pferd.
Jetzt bin ich überladen. Ein Genuss für euch und die Familie. Oh. Zwiebeln scharf wie ein Schwert und Knoblauch der bösen Geister vertreibt. Nee, du bist ja... Doch, das passt. Rüstmeister passt. So. Verkaufen. Geknöpfte grüne Kotehardi. Genug dran, ne? Graue Tunika. Grüne Beinlinge. Kann weg. Weg, weg. So, wir brauchen nämlich ein bisschen Kohle, weißt du? Alter, ist sie versifft. Trage ich auch nicht. Platten, Ellbogen, Krallen. 4 Punkte Rüstung, 51 Restwert. Ja, da bleibe ich doch lieber bei meinen Armschienen. Reiterstiefel. Rote Beinlinge. Oder Silberring. Oh, da gibt das Kohle für. No. Der hat ja genug Geld. Braunen Schlappen. Nachthemd. Kann ich das Nachthemd als Geschenk für... Halt. Warte mal kurz. Ein Silberring. Behalte ich mal. So. Alles klar. Und muss ich irgendwas kaufen? Alter, was für Preise. Helm. Alter, was für Preise. Kann ich mir alles nicht leisten. Will ich auch gar nicht. So. Waffen kauft er nicht, ne? So, Handel abschließen. Wo ist meine Kohle? Hallo? Da. 1K. Ja, was ist mit Kleinkram? Egal. Jo, warte mal. Wie bin ich denn gerade ausgerüstet? Nee, Inventar. Okay, Haupthand. Alles klar. So, ich danke dir erstmal und ja, auf Wiedersehen. Mathe, ich mache auch höflicherweise die Tür zu. Was brauche ich jetzt noch? Ich könnte noch irgendwas verkaufen, ne? Was habe ich da noch bei mir? Ne, eigentlich habe ich nichts mehr zu verkaufen. Das ist alles... Ich habe nur noch... Ohr eines Kumanen. Wein für Herrin... Das habe ich ja auch noch zu tun. Ach du Kacke. Hole den Schimmel aus Uschitze, hole das verzierte Diadem beim Meisterbetrieb in Sasau ab. Ach du Schande.